So, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Silent Hill Origins, der sechste Teil der Serie, gespielt von Lord Langster. So, wir machen uns hier weiter auf dem Weg. Ah, oh, die stören alle ein bisschen. Jetzt sind wir ein bisschen langsam hier gerade. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Nee, hier müssen wir noch nicht rein. Obwohl da wahrscheinlich was liegt, aber oh, jetzt sind wir aber wirklich saulang. Moment, hier rein, hier rein, hier rein. Ah. So, wir hoffen mal, dass der Butcher jetzt nicht wieder hier drin ist. Ihr erinnert euch, hier haben wir zum ersten Mal den Butcher gesehen. In dieser Fleischerhalle hier. Was guckt er denn da so? Fleischerball gefunden. Alles klar. Travis hat noch was gefunden. So, die Blutspuren führen hier rein. Hier herum. Und nee, machen wir nicht. Gehen wieder raus. So, jetzt müsste das ja irgendwie rechts von uns sein. Ich glaube, zwei Blocks weiter. Komm schon, lad schneller. Also, wir müssen jetzt rechts, rechts, links und dann sind wir da. Da lag das letzte Mal auch schon so ein Vieh rum. Sie wurde aufgeschlitzt und ausgenommen. Der Butcher war da. Ja, schade, dass Lisa vorhin gar nicht auf die Frage geantwortet hat. Travis fragte ja, kannst du das auch alles sehen, diese dunkle, verkommene Welt? Und sie sagte nur, es ist traurig. Ich frage mich wirklich, ob alle Menschen das Gleiche sehen oder ob vielleicht nur Travis. Oh, Scheiße, 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 Scheiße. Oder ob vielleicht nur Travis diese. Da ist ja noch einer. Diese seltsame Welt von Alessa wahrnimmt. Man weiß es gar nicht so genau. Hätte Lisa da jetzt mal geantwortet: Ja, ich sehe das auch, ich sehe das auch. Dann wäre das ja alles ein bisschen klar gewesen. Aber so. Vielleicht sind das ja alles normale Menschen, die hier rumlaufen und wir sehen das nur als ein Monster. So, wir haben den Lumberyard-Schlüssel benutzt und können hier jetzt durchgehen. Bin ganz zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So, wir nehmen mal was zum Werfen in die Hand. Wenn ihr hier irgendwelche Gegenstände seht, ein Energiedrink oder irgendwie sowas, sagt ihr mir Bescheid, gell? Was soll das denn hier? Warum ist das denn so komisch alles? Was soll denn diese Kameraeinstellung? Ist die nur so da? Irgendwas zeigen. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht deuten. Jemand hat auf die Zeitung geschrieben: Warum hilfst du ihr, Travis? Hast du die Krankenschwester gesehen? Okay. Ist das vielleicht der Butcher, der hinter uns her ist mit seinem dicken Schwert? Ich hoffe nicht, ja. Ich hoffe, der kommt uns hier jetzt nicht entgegen.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder diese blöde Idee gehabt? Das ist garantiert nicht der Butcher. Hier finden wir noch einen Hammer. Da haben wir noch nicht genug Hammer. Oh nein, das Quietschen hört auf. Ah, jetzt steht er hier und beobachtet mich. Oh mein Gott. Oder auch nicht. Durch diesen Nebel sieht man hier immer so schlecht. Da hinten geht's weiter. Jetzt schlägt er mich tot. Jetzt steht er hier ums Eck. Baba! Oder auch nicht. So. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Da ist das Theater. Ich glaube, ich gucke mich hier nochmal auf dieser Seite etwas genauer um. Da steht nämlich ein Police Car. Ja, toll. Jetzt gibt's hier nichts. Jetzt können wir hier auch noch die Straße runter. Kann ich hier rein? Nee. Hier rein? Nee. Ja, sag mal, hätte ich jetzt. Muss ich jetzt hier lang oder was? Ja, eh nicht, oder? Oh mein Gott. Ich höre hier nur wieder viele Gegner. Da komme ich nicht runter. Jetzt kriege ich gleich auf die Nase. Ich spüre es. Die Kapo, da ist er, da ist er, da ist er. Gleich spuckt er. Hier geht's auch noch lang. Ne, von da kommen wir, oder? Ah, oh, ist das krass hier alles. Oh mein Gott. Shit, 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 shit. Oh, verdammt. Nein, Mann, ich habe echt keine Lust, mich mit euch jetzt anzulegen. Ach so, da ging es ja ganz. Ach, Mann. Ah, Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott. Ich glaube, es wird mal Zeit für einen Energy Drink, oder? Arme Travis. Oh, ist schon wieder einer. Ja, Mann, der hat uns direkt gesehen. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es. Ach du Scheiße, ey. Also ich glaube, dieses Spiel ist ein bisschen knackiger. Ich weiß gar nicht, warum die Leute mal sagen, Teil 5 wäre so schwer. Ich finde den voll leicht. Dafür habe ich jetzt hier so ein bisschen Probleme. Zumindest sieht es so aus. Ich weiß nicht, ob das alles im normalen Bereich hier ist. Drei Stück. Da nehmen wir jetzt auch ein. Dum-di-dum. Muss doch irgendwo mal was rumliegen, verdammt. Können wir doch nicht so wenig Drinks geben, wenn die Monster hier alle so bescheiden sind. Auch hier im Dead End finden wir nichts von Interesse. Oh, verdammt, jetzt hat er uns erwischt. Ach, hau ab, Mann! Scheiße! Ja, jetzt. Da ist aber ein Drink, ich hab's gesehen. Das
Holzbrett lasse ich liegen, das will ich jetzt nicht haben. Und ich will jetzt endlich hier ankommen. Wir müssen eigentlich nur geradeaus. Hm? Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gucken wir mal hier auf den Parkplatz. Hier sind viele Blutspuren. Das war bestimmt keine gute Idee. Oh nein. Oh nein, was habe ich getan? Ich laufe hier einfach irgendwo hin. Langster, du bist ja crazy. Oh, jetzt können wir hier auch noch rein. Aber ich muss doch in die Kirche, oder? Naja, wir können uns mal hier umgucken. Können wir einen Toaster, den nehmen wir mit. Schraubenzieher. Wo sind wir denn hier jetzt? Was ist denn jetzt hier so toll? Das sieht aus wie ein ganz normales Apartment. Können wir eine Lampe mitnehmen? Steht da was geschrieben? Nee. Da war das eine IKEA-Lampe. Und eine Zeitschrift. Munition für die Schützenpistole. Hier ist ein Spiegel. Nee, stimmt gar nicht. Ja, was soll denn jetzt dieses Apartment hier eigentlich? Ja, das ist doch... Ich muss doch hin... Jetzt kann man da auch noch runter. Ich habe das Gefühl, ich komme da aber nicht wieder hoch. Ich habe das Gefühl, ich muss eigentlich in die Kirche und nicht hier rein. Ist das nix? Travis, greif zu. Ein Rasiermesser haben wir noch gefunden. Und hier hat der Butcher wieder zugeschlagen. Ein Monster. Jemand muss es verstümmelt haben. Das Blut ist im ganzen Zimmer verteilt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jemand hat auf die Serviette geschrieben. Jemand hat ein Loch gegraben. Geh nach Hause, Travis. Dieser Brief war an uns gerichtet. Ja, aber das ist doch ein Monster. Warum macht denn der Butcher die Monster kaputt? Also ich habe echt das Gefühl, die Monster erscheinen uns nur als Monster. Tja, springen wir da jetzt runter und gehen erstmal nicht in die Kirche oder was machen wir? Zuallererst werde ich mal den Part beenden und dann... Gucken wir mal weiter. Ich habe schon wieder ewig nicht gespeichert, ey. Ich muss einen Speicherpunkt finden. Verdammt. Ja, also erneut vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht mit dem nächsten Part Silent Hill Origins. Ja. Ja, dann macht's mal gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bye, bye, euer Langster.